Heute gibt's ganz viel netter Stuff. Wir benennen ein neues Teammitglied oder ein neues Haustier oder besser gesagt ein neues Reittier. Und Kroko bekommt von uns einen neuen Shop. Und ich bin Hühnchen. Ja, der Wahnsinn einfach, was heute alles wieder passiert ist. Ich muss euch erstmal so auf den neuesten Stand bringen. Ihr seht, ich habe extrem viele Gastränen. Mouncy Bouncy ist auch wieder fröhlich am Hüpfen. Und es ist, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, es ist einiges passiert. Ich muss euch da jetzt erstmal auf den neuesten Stand bringen. Wither Skeleton Skulls, warte mal, die mache ich lieber mal hier rein. Das habe ich da gesaved alles. Es ist ganz, ganz viel passiert. Also, um euch jetzt erstmal abzuholen. Ich habe mir vorgenommen im Stream, yo, ich farme mir diese Pilze zusammen und ich baue eine Strider-Farm. Das ist mir gelungen. Ich habe tatsächlich hier dieses Nillium, Warped Nillium und Crimson Nillium vervielfachen können, dadurch, dass es im Nether jetzt diese neue Farm gibt. Es gibt einfach eine neue Bartering, heißt es? Oder ich würde einfach sagen Trading Station. Die hat Castcrafter gebaut und die ist so enorm, die ist so gut. Auf jeden Fall hängt alles irgendwie mit dem Auftrag für Kroko dann zusammen. Also jetzt erstmal langsam. Also ich habe hier das Netherrack ertradet. Die funktioniert automatisch, die Farm. Man muss da oben nur Gold reinwerfen und dann bekommt man hier Zeug raus, was die Piglins rauswerfen. Und ja, dann habe ich eben aufgrund dessen, dass ich mir diese Angel hier craften konnte, den Warp Fungus on a Stick. Ne? Damit kann man diese Strider nämlich reiten. Ja, da hat es mir nämlich gefehlt. Ich brauchte Strider. Also habe ich mir eine Strider-Farm gebaut. Ihr denkt euch jetzt so, what? Die kann man farmen? Eine Farm bauen? Ja, ganz, ganz easy. Ich zeige sie euch. Also, die Farm, die hat es in sich. Und die ist einfach genial. Ich habe dann, ich bin hingegangen hier. Achtung, ihr seht es da hinten schon, das da ist kaputt gegangen, aber das hat andere Gründe, zeige ich euch auch gleich. Wir haben hier unsere Strider-Farm, die habe ich gebaut. Ich erkläre sie euch mal kurz an alle, die in Skyblock das nachbauen möchten. Also ihr braucht eigentlich nur eine Fläche, wo ihr die Lava setzt und am Ende, warte mal, kann ich es euch hier zeigen? Ja, hier seht ihr, also die Lava hier fließt runter. Ich habe ein Becken gebaut. Und hab dann unten, hab dann Lava reingefüllt und den Boden abgebaut. Aber nur so von der Hälfte, von der anderen Hälfte nicht. Und das Ding ist, die Strider brauchen nämlich, die brauchen zwei Blöcke Lava. Also das ist schon mal hier gegeben, der erste. Und dadurch, dass es runterfließt, sind es automatisch zwei Blöcke. Also es ist egal, ob es fließt oder nicht fließt. Und zack, sind die Strider am Start. Und die haben voll Bock auf die, geh lieber ins Warme. Die haben voll Bock auf die Warped Fungus und dann habe ich mir bei Kroko einen Sattel gekauft, habe den einen umgeschnallt und habe dann einen Strider mir gesnackt. Der ist bei mir zu Hause, den zeige ich euch gleich. Mit dem hat tatsächlich auch der Auftrag für Kroko was zu tun. Aber naja, was ich euch noch zeigen wollte mit den Gasträhnen. Meine Gastfarm, die ist, glaube ich, noch in keinem Video zu sehen. Ich habe eine Gastfarm und ein paar Skelette sind gespawnt. Da ist noch nicht richtig ausgeleuchtet dann. Ich kill mal kurz die Gast. Das sollte kein Ding sein. So, bam, bam. Ne, in die kann man reinstehen und zack, habe ich jetzt schon wieder, zack, vier Gastränen. Und die spawnen ohne Ende. Das ist echt genial. Ich muss nur einmal Lichtlevel nochmal dann durchgehen. Weil die Skelette, die sind so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber gut, auf jeden Fall kann man so hier in Ruhe Ghasts farmen. Die spawnen auch relativ häufig. Ihr seht, ich habe jetzt drei Ghasts gekillt, habe jetzt wieder sieben Tränen. Mit diesen Tränen kann ich Ender Crystals machen und Regeneration Tränke. Das könnte nochmal interessant werden, wenn wir noch einmal hinter die World Border gehen. Ne? Also, da habe ich tatsächlich schon einen Plan. Aber den Plan sage ich noch nicht, weil sonst bekommt Stalk of Phoenix bzw. die Serverpolizei davon mit. Und es wird nochmal, also es wird nochmal ordentlich ausgetüftelt, das Ganze. Da müsst ihr euch auf jeden Fall festhalten. Und das wird wild. Gut, ich zeige euch jetzt mal. Ich habe euch das gezeigt, was ich zeigen wollte. Ja, das habe ich euch gezeigt. Ich zeige euch jetzt nämlich ganz kurz unsere neuen Mitbewohner. Wir haben nämlich da hinten einen sitzen. Also ich habe nicht einen sitzen, sondern. Oh, das Fuchsgehege erstmal noch.
Ja, ich habe Revi, also den Fuchs von Riol, habe ich wieder von Revi zurückgeklaut, weil Revi spielt ja nicht mehr. Und jetzt haben die schon ganz viele Kinder, unsere Füchse und so. Also ich habe ganz viele Füchse, egal. Auf jeden Fall haben wir hier einen Strider. Der hat auch einen Sattel, auf dem kann man reiten und so. Das ist jetzt der Notfallunterstand, weil in der Oberwelt, wenn es regnet, dann bekommt er Schaden. Und ja, das ist jetzt einfach gerade sein Stall. Und damit hängt tatsächlich auch der Auftrag von Kroko zusammen, den wir gleich in Auftrag geben. Aber zuallererst muss Stridey, der braucht einmal einen Namen. Wir haben tatsächlich auch schon einen Namen. Wir haben ja einmal Mouncy Bouncy jetzt hier bei uns in der Gang. Und jetzt kommt Mr. Lava Lava. Also Mr. Lava Lava. Ne? Also ihr versteht. Ich hoffe, ihr versteht. So, wir holen uns einmal einen Nametag ab zu unseren Villagers des Vertrauens. Villagern des Vertrauens, genau. Wer von euch hat einen Nametag im Angebot? Komm schon, du da. Bam, Nametag, zack, zack, perfekto. Okay, Mr. Lava Lava. Und dann müssen wir hingehen und den benennen. Das wird toll. Amboss haben wir hier. Zack. Mr. Lava. Oh, Mr. Lava Lava. Bam. Den haben wir benannt. Ihr habt auch schon gesagt, ihr wünscht euch eine Mrs. Lava Lava. Die können wir wann anders holen. Aber jetzt ist erstmal der hier so fällig. Bam, komm. Ja. Der Nametag ist drauf auf jeden Fall. Despawnen tut das sowieso nicht, weil es ist ein Sattel drauf. Der Nametag ist oben drauf geklatscht. Und jetzt kommen wir zum Auftrag für Kroko. Ich weiß nicht. Der hat bestimmt übel die lange Warteliste, weil jeder was von dem gebaut haben möchte. Ich natürlich auch. Ich will das unbedingt. Kroko, ich zahle auch in Diamanten. Nein, Spaß. Kroko hat so viel zu tun. Der muss ja das Gefängnis bauen. Aber Kroko, also das ist halt irgendwie doof, weil Kroko kann halt so ziemlich schön bauen. Also, wenn ihr jetzt mal eine Rangliste machen müsst von allen Teilnehmern, wer wäre auf Platz 1, wer am besten bauen kann? Das ist schon der Kroko, ne? Also, jetzt ohne schleimen zu wollen, aber ja, ich will auf jeden Fall, dass Kroko das für mich macht. Aber es hat ja noch Zeit. Aber ich gebe schon mal einen Auftrag. Auf jeden Fall. Ah ja, oh, und dann müssen wir noch hier was mit dem Strafzettel machen. Warte mal, bevor wir den Auftrag zu Kroko reinklatschen, müssen wir jetzt ganz kurz etwas machen. Eine Botschaft für Spark vielleicht. Nee, keine Botschaft, aber ich gehe hin. Guck mal, Leute, ich habe ja noch einen Strafzettel gekriegt hier. Für illegaler Grenzübertritt mit World Border. Das habe ich noch nicht bezahlt. Hab einmal gezahlt. Ich denke, das reicht. Also, ich nehme den Strafzettel einfach. Ich habe ihn nie bekommen. Ich habe den Strafzettel nie bekommen. Es ist nichts passiert. Es ist alles gut. Lalalala. Lalala, lalala. Huch, ups, hat jemand was vom Strafzettel gehört? Nee, egal. Ich mache jetzt hier einmal die Papers. So, und dann gehen wir hin und nennen das Moin Kroko. Ich hätte da einen Auftrag. So, das ist Teil 1. Bitte bau mir einen tollen Unterschlupf für. Lass mal so. Na, das wird so hingemacht. Mr. Lava. Lava, Ausrufezeichen. Melde dich bei Basti Hörtchen. So, das ist alles so in der Reihenfolge. Moin Kroko, ich hätte da einen Auftrag. Bitte bau mir einen tollen Unterschlupf für Mr. Lava Lava. Melde dich bei Basti. Auf geht's. Let's go. Weil ich möchte nämlich, dass das da hübsch aussieht. Es soll hübsch aussehen. Ja,
Also, das soll. Es sieht halt aktuell nicht hübsch aus. Das ist leider eine Tatsache. Aber da gehen wir jetzt los. Und wir brauchen halt einen Unterschlupf für Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Oh yeah. Was? Oh, lol. Ja, manchmal geht's so mit mir durch. Ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile richtig gut. Wir gehen hin zum Croco Shop, zum Deko Shop und müssen unser alljährliches Ritual machen. Nämlich einmal hier reinsitzen, uns mal kurz rösten lassen. Willkommen bei Kentucky gebraten Chicken oder so irgendwie in der Art. Ja, sehr toll. Hier steht er da. Und jetzt hat er hier Blizzor. Oh, warte mal, den schieben wir nach hinten. So, und dann machen wir es so und so. So, und Blizzors Auftrag kommt da unten hin. Ja, ich denke, das passt so. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, Leute, lasst auf jeden Fall einen Like da, ein Abo und checkt jetzt das letzte Video aus. Das ist nämlich eine Adventure Map von zwei Zuschauern. Die würden sich super freuen, wenn ihr euch das anguckt. Ich würde mich auch super freuen. Bis dann und ciao.